Ja, also wir sind jetzt aus dem Winterschlaf erwacht. Genau, wir sind viele. Ja, jetzt geht's wieder los. Ich denke, dieses Jahr wird sehr, sehr anstrengend für uns alle. Aber es wird definitiv besser als letztes Jahr. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ich glaube, das Allerwichtigste, worüber wir gerade nachdenken, sind die ganzen Testungen und Impfungen. Und ich habe ich lese ständig Meldungen von Corona-Ausbrüchen trotz Impfungen im Pflegeheim. Für mich stellt sich da die Frage, ist das jetzt trotz oder wegen der... Ich merke gerade, ich habe ein kleines bisschen Höhenangst, aber das kriegen wir hin. Ich habe gerade gelesen, es werden mindestens 100.000 Menschen hier erwartet heute. Das ist man sich hier wieder an den Schwächsten unserer Gesellschaft. Kanzler Spahn will dann mit seinen Impfstoffen als nächstes an unsere Kinder ran. Bei meinen Kindern steht eins fest, nur über meine Leiche! Habe ich ja auch gerade gesehen, dass dann was befestigt wurde. Das heißt, die Freie Linke ist auch hier anwesend. Entspricht ja eigentlich nicht dem Klischee, dass die Freie Linke, www.freie-linke.de, okay, dass die Freie Linke hier als Linke mit den Rechten mitläuft. Das verstehe ich ja nicht gerade. Vielleicht könnt ihr mich da aufklären. Weil man sagt ja, Querdenken ist rechts, jetzt laufen ja aber die Linken mit. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Disclaimer. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.